Vergebung ist das größte Hindernis für spirituellen Wachstum. Was für eine Aussage. Ich meine, niemand würde dir das sagen, wenn du ein Kind bist oder sogar ein Erwachsener. Kein Priester, kein Rabbi, kein Ulama, kein Pfarrer. Nein, keine Person mit geistlichem Verständnis würde dir wahrscheinlich sagen, dass Vergebung ein Hindernis für spirituellen Wachstum ist. Aber in der Tat ist es das und Gespräche mit Gott haben mir das sehr deutlich gemacht. Wie kann das wahr sein? Ich meine, es ist wirklich ganz einfach, wenn man darüber nachdenkt. Verzeiht Gott uns für irgendetwas? Und die Antwort ist nein. Gott würde dir nie etwas verzeihen, aus einem sehr interessanten Grund. Gott hat keinen Grund, dir zu vergeben. Du kannst Gott nicht verletzen, beschädigen, verärgern, enttäuschen oder in irgendeiner Weise frustrieren. Du kannst ein dreijähriges Kind auf einer Geburtstagsfeier, das dich verärgert, weil sie die Milch über den ganzen Tisch verschüttet hat, als der Kuchen an den Tisch kam. Ja, nehmen wir an, du bist dein Opa auf der Party und ja, du wärst nicht verärgert über das dreijährige Kind und würdest sagen, ja, jetzt geh auf dein Zimmer, 6 Monate Stubenrist. Du würdest das Kind nicht bestrafen oder verurteilen, weil es einen solchen kindlichen Fehler gemacht hat. Du würdest dem Kind nicht einmal vergeben. Du würdest nicht sagen, es ist okay, Schatz, ich vergebe dir. Nein, Vergebung ist in einer solchen Situation nicht Teil der Gleichung. Und weißt du, was du tun würdest? Nicht nur würdest du das Kind nicht bestrafen, nicht nur würdest du dich überhaupt darum kümmern, dem Kind zu vergeben. Du würdest das Kind trösten. Du würdest dieses wunderbare Kind im Moment ihres Fehlers trösten. So behandelt uns Gott, denn Gott weiß, dass wir die Kinder des Universums sind. Und im Vergleich zur Essenz, die wir göttlich nennen, sind wir Kinder. Wir können Gott unmöglich beleidigen oder verärgern. Sie würde uns einfach trösten, denn sie versteht, wie wir die Dinge tun können, die wir tun. Genauso wie wir verstehen können, wie unsere dreijährige Enkelin einen Fehler machen konnte. Verstehen ersetzt Vergebung im Kopf des Meisters. Denke immer daran. Klebe es auf deinen Badezimmerspiegel. Verstehen ersetzt Vergebung im Kopf des Meisters. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Verständnis bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin, dass ich es gutheiße, dass ich es billige oder dass ich möchte, dass du es wieder tust. Aber es bedeutet, dass ich verstehen kann, wie du so etwas hättest tun können. Und ich habe daher keine Notwendigkeit, dich zu bestrafen oder in irgendeiner Weise zu verurteilen. Ja, ich verstehe dich einfach. Und so ist Vergebung das größte Hindernis für spirituellen Wachstum, weil sie uns daran hindert, unsere Göttlichkeit zu demonstrieren. Vergebung ist nichts, was das Göttliche jemals tun muss. Und das tut ihr hier auch nicht, wenn ihr versteht, wer ihr wirklich seid.